Spaß, ich weiß, ein paar Leute von euch sagen, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Aber das hier ist ein absolutes Totschlagargument, warum es doch dumme Fragen geben kann. Hi meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem... Ne? Tja, wie schon versprochen, das hier ist die heiß erwartete Kummerkasten-Folge Nummer 6. Und ja, ach und bevor das Video losgeht, würde ich euch gerne ganz kurz auf meine Facebook-Seite verweisen. Wer die noch nicht geliked hat, ist dazu ganz herzlich eingeladen, denn dort werden auch jetzt noch in Zukunft immer weiter Umfragen... Also Umfragen ist voll das falsche Wort. Vielleicht war Umfragen doch das richtige Wort. Also ich werde euch auf jeden Fall nach Formaten fragen, nach vielleicht Fragen, die ihr mir stellen sollt, die ich da mal beantworten soll. So ein Kram halt. Also ihr werdet da immer up-to-date sein, was so kleine News angeht und so, was eben JuvoTV betrifft. Das heißt, alle Leute, die gerne so ein bisschen auf dem aktuellsten Stand sein wollen, sind dazu, wie gesagt, herzlich eingeladen, unten in meiner Videobeschreibung zu gucken. Dort ist der Link zu meiner Facebook-Seite. Ansonsten einfach facebook.de/JuvoTV. Total einfach zu finden. Tja, und dann würde ich einfach sagen, nicht groß rumreden, was ich schon gemacht habe. Einfach mal jetzt los mit dem Video. Los geht es. Ist sie schwanger? Tim, 21 Jahre. Liebes Kummerkastenteam, ich bin zurzeit sehr verunsichert. Meine Freundin und ich sind seit etwa 8 Monaten zusammen und hatten damals auch unseren ersten Sex. Jedenfalls wird sie seit 4 Monaten konstant dicker. Allerdings frisst sie auch wie ein Rind und wird an ihren Schenkeln und Armen dicker. Ich traue mich nicht, sie zu fragen, ob sie schwanger ist oder nicht. Was soll ich tun? Ich muss sagen, ich feiere dich so ein bisschen für diesen Satz. Allerdings frisst sie auch wie ein Rind. Oh Mann, ey, wenn das deine Freundin hört. Naja, allerdings kann ich deine Verzweiflung ein bisschen nachvollziehen. Allerdings würde ich schon davon ausgehen, dass deine Freundin dir sagen würde, wenn sie schwanger ist. Meinst du nicht auch? Ich gebe dir an der Stelle mal den Tipp, wenn du dich wirklich nicht traust, sie anzusprechen, was natürlich an erster Stelle auf jeden Fall das Beste wäre, aber wenn du dich halt nicht traust, dann würde ich an deiner Stelle vielleicht mal gucken, ob sie ihre Tage hat oder so, also kann man ja, bekommt man ja so halt doch dann mit, oder? Und wenn das nicht hilft, dann, keine Ahnung, wenn sie schläft, halt deine Hand auf ihren Bauch und guck, ob da ein Baby rumtritt. Und wenn ja, dann weißt du Bescheid. Kommen wir aber auch einfach mal zur nächsten Frage. Und diese Frage ist von Rachel14, ich will meine Tage. Hallo Kummerkastenteam, ich bin jetzt 14 Jahre alt und meine meisten Freundinnen haben bereits ihre Tage. Nur ich habe die noch nicht. Mein Cousin hat erzählt, man könnte das irgendwie trainieren. Aber wie geht das genau? Bitte helft mir! Oh Gott, ey. Tja, liebe Rachel, ich kann dir an der Stelle leider auch keine guten Tipps geben. Ich habe gehört, Liegestütze sollen dabei helfen oder Hanteltraining ist auch nicht schlecht. Kannst du mal ausprobieren, vielleicht bekommst du ja dann deine Tage. Ansonsten mein zweiter Tipp an der Stelle, abwarten und Tee trinken. Aber mal ernsthaft, dass man seine Tage bekommt, kann man in keiner Weise trainieren oder sonst irgendwas. Heißt, wenn ihr mit 14 eure Tage noch nicht habt, ist das überhaupt kein Drama. Kann auch mit 15 kommen, kann auch mit 16 kommen. Erst wenn man 17 oder 18 wird und die Tage immer noch nicht bekommt, kann man ja mal den Frauenarzt besuchen und gucken, was da eigentlich los ist. Also macht euch keine Sorgen, Leute, Mädels, was auch immer, und seid einfach froh, dass ihr da noch nicht dieses Spektakel habt. Und ich bin darüber auch sehr froh im Übrigen, falls es euch interessiert. Porno-Webseiten-Abonnement. David, 13 Jahre. Hilfe! Ich habe dummerweise letztens auf einer Pornoseite meine Adresse und meinen Namen angegeben und gestern habe ich glücklicherweise die Briefe vom Briefträger entgegengenommen und eine Rechnung von der Porno-Webseite bekommen. Was soll ich denn jetzt machen? David, Mensch, wie lange kennst du denn schon das Internet? Es ist so schrecklich wichtig, dass man nirgendwo im Internet seine Adresse angibt und erst recht nicht auf fucking Porno sein. Ich meine, irgendwie wirst du damit auch selbst bestraft. Also alle lieben Pornofans da draußen, hey, achte darauf, gebt auf keinen Fall eure Adresse oder eure Handynummer an oder sonst irgendwas, denn das kann echt mies werden, wenn man das auf Pornoseiten tut. Und sind wir mal ehrlich, es gibt genug kostenlose Seiten. Habe ich gerade raus recherchiert, angeblich soll es kostenlose Seiten geben, das war jetzt nicht aus Erfahrung gesprochen oder so. Bitte Entjungferungstipps von Larissa, 17 Jahre. Hey, ich habe mich jetzt endlich entschieden. Ich möchte keine Jungfrau mehr sein und würde mich gerne entjungfern. Wie geht das genau? Muss ich dafür irgendwelche bestimmten Dinge kaufen? Ich hätte gerne ein paar Tipps. Oh Gott, ey, Leute, wieso seid ihr so dumm? Larissa, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du weißt, was eigentlich ein Jungfern heißt. Ich bin mir da gerade echt nicht ganz sicher. Und ich zweifle mal wieder an der Menschheit, aber das tue ich ja immer bei diesem Kummerkastenformat. Ich meine, what the fuck? Seid ihr ernsthaft so dumm und wisst nicht, was ein Jungfern heißt? Oder wisst ihr es schon und stellt so dumme Fragen? Ich weiß, ein paar Leute von euch sagen, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Aber das hier ist ein absolutes Totschlagargument, warum es doch dumme Fragen geben kann. Aber wenn ich jetzt mal eine ehrliche und liebe Antwort geben darf, Larissa, man muss doch nicht aus allem immer einen Wettkampf machen. Man muss doch nicht sagen, hey, ich bin mit 17 keine Jungfrau mehr gewesen oder hey, ich bin mit 13 schon entjungfert worden. Ich meine, das ist doch scheißegal. Es geht letztendlich nicht darum, wann man entjungfert wurde, sondern mit wem oder wie man entjungfert wurde. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagen kann,
an, hey, ich kann mich noch an mein erstes Mal erinnern und es war wunderschön, dann ist das sicher eine coole Erinnerung, als wenn man sagt, hey, ich wurde mit 15 auf einem Hinterhof entjungfert, war, glaube ich, geil, aber keine Ahnung, ich war so betrunken. Das ist mein Tipp an der Stelle. Larissa, du musst es nicht erzwingen, lass es doch einfach auf dich zukommen. Hm? Und die letzte Frage, zu der ich dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob die ernst gemeint war, wenn ja, ist es durchaus beängstigend. Ich lese es jetzt mal ganz anders betont vor, also ein bisschen anders betont vor, mit einer netten Stimme, die dazu passt. Suche nettes Kinderspielzeug. Norbert, 35 Jahre. Verehrtes Kummerkastenteam, ich bin auf der Suche nach einer Kleinigkeit, die Kinder sehr erfreut. Ich selbst habe keine und kann mich an meine Kindheit kaum noch erinnern. Über was Schönes freuen sich denn die Kleinen? Bräuchte mal euren Rat. Zwinker-Smiley. Oh Gott. Und das Erschreckendste an der ganzen Sache ist, ich vermute, es ist doch von einem Erwachsenen. Warum? Weil da ein Smiley ist, der mit einem Strich als Nase gemacht wurde. Und ich denke, wir wissen alle, dass nur Erwachsene Smileys mit Strichen als Nasen machen. Welche Smileys haben denn schon Nasen? Ich meine, ich bitte euch. Norbert, ich hoffe, du willst nur deine liebe kleine nette Cousine beschenken, die gerade ihren vierten Geburtstag feiert. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann könnte es durchaus gruselig sein. Aber weil ich so ein netter, sympathischer Junge bin, ich gebe ja allen hier immer Tipps, ich meine, ihr wisst es ja, gebe ich auch dir einen tollen Tipp. Kinder freuen sich über Babyhasen, Süßigkeiten oder Holzlokomotiven. So ein Zeug. Und am besten finden sie es, wenn du es ihnen an deinem Auto geben könntest. Also Norbert, ich denke, du weißt Bescheid. Das war jetzt ganz schön anstrengend. Was? Ich meine, das waren 5 total idiotische Fragen, das macht einen total fertig. Tja, gut, was gibt es noch zu sagen? Herzlichen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren 5 wirklich sehr komische und verrückte Storys, die sich so auf der Kummerkastenseite und auf verschiedenen anderen Seiten finden lassen. Gibt es eigentlich für diesen Motto mehr jetzt hier noch irgendwelche Formate, die ihr euch unbedingt wünscht, die nochmal kommen sollen? Weil dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in 3 Tagen wieder. Genau, bis dann und tschüss!